Willkommen auf der Siegestraße von Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir die Siegestraße betreten und alle Ordenkontrolleur-Tore durchgeschritten. Wundervoll. So, und mit dem Stein können wir nicht viel mehr machen, als daran vorbeizulaufen, ihn vorbeizuschieben und daran vorbeizulaufen. Und mal sehen, was du hier zu bieten hast. Oh mein Gott, plötzlich haben alle 5 Pokémon. Das scheint mir zu gefallen. Ist ein relativ gutes Niveau, was die hier anstreben. Auch wenn es etwas nervtötend ist auf Dauer. Aber so ist das nun halt mal. Und ich setze noch Hypertrank ein. Jetzt sind sie so schlau. Ja, das gefällt mir doch. Das ist der Ansporn, weiterzumachen. Fantastisch. Fantastisch. So, Shilock, mal gucken. Also, wenn dein großer Bruder uns im letzten Part nicht besiegen konnte, wird's bei dir ähnlich sein. Meine ich zumindest. Ja, wenn du Rotenschlag einsetzt, dann habe ich recht. Boah, vor allen Dingen, warum hat er es nicht entwickeln lassen? Er will unbedingt einen Shilock auf Level 100. Sieht so aus wie ein Paracoupa. Wahrscheinlich ist er großer Mario-Fan. Setzt aber auch Bisa Knosp ein. Dann wird er vielleicht auch Glutexo einsetzen. Ist nur so eine Annahme. Muss ja nicht stimmen. Das sind ja alles nur Vorhersagen, die ich hier so treffe. Hatte ich nicht recht? Hatte ich nicht recht? Ich finde Glutexo vom Design auch ja ganz toll gestaltet, eigentlich alle drei Starter. In der zweiten Form, da sehen die nicht mehr so süß aus. Was, Glurak? Okay, er hat sich ausgerechnet Glurak ausgesucht. Hätte ich auch genommen. Aber der Steinhagel ist für den sein Glurak zu stark. Ist zwar ein gutes Pokémon und hat sicherlich meinem Glurak jetzt gerade wehgetan, aber kann mir egal sein. Werde ich eigentlich Shigi genannt? Waterloo, nein. Gut, hier gibt es noch ein paar Items, der Stärke ermöglicht, das Felsen zu schieben. Jo, wir können uns ein Item aussuchen, das andere können wir uns erst im Nachhinein holen. Ich habe mich für die Drachenklaue entschieden, das andere, das hole ich nicht. Nein, ich trage zu viel Würde für dies. Da machen wir mal eine weitere Barriere weg. Ja, also scheint dann doch etwas schwieriger zu sein als das auf der Seeschauminsel. Hier dieses Difficult Crossword Mystery. Ja, die Trainer, die stehen auch so günstig, dass man nur gegen sie kämpfen kann. Aber bitte keine 5 Pokémon wieder. Ja, 3 geht auch. Ja, früher habe ich mir relativ viele Pokémon gewünscht und jetzt nicht mehr. Aber ist auch irgendwie klar. Weil es geht einem schon hier auf die Nerven. Vor allen Dingen, wenn die Attacken daneben gehen, dann ist es überhaupt nicht schön. Oh, Vergeltung bringt bei einem Flug-Pokémon sau viel. Goodbye. Und Macholo. Den besiege ich auf eine ähnliche Weise und zwar ganz fies aus dem Hinterhalt. Zack.
In den späteren Generationen ist es besser gestaltet. Selbst in der fünften Generation noch nicht so gut wie in Generation 6. 6, genau, 6. Also 6, die Zahl 6. Nicht falsch verstehen. Das machen ja viele. Kann ich auch gut verstehen, warum. Und so Balken sinkt auf 0. So. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade so geklatscht habe. Aber dieses Projekt hat definitiv die Chance, mein längstes Pokémon-Projekt zu werden bisher. Also ich vermute mit einer eine Paarzahl von 60. Jetzt offiziell. Hochoffiziell. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? So, hier haben wir Sandsturm. Das ist eine gute Attacke. Und entschuldigt, wenn ich jetzt gerade mit ein bisschen Dialekt rede, aber das mache ich so gerne. Ein Verkäufer, der allerdings wieder ein Dompteur ist, oder? Genau. Der setzt zwei Pokémon ein, das finde ich relativ spendable. Und der überlebt es sogar noch, dieser Wahnsinnige. Naja, das geht so nicht. Das werde ich immer noch mal weiß und wahr machen. Ich weiß gar nicht, welches Pokémon habe ich eigentlich nochmal in Pokémon Blattgrün genommen auf meiner neuen Edition. Da habe ich, glaube ich, auch Glurak genommen. Also das heißt, ich habe zwei überstarke Glurak. Glurak oder Glurak? Und hier haben wir das coole Entoron. Und wir schaffen die Siegestraße sicherlich nicht in diesem Part, aber vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Wenn ihr an solche Sachen glaubt wie Wunder. Hyperheiler. An dir gehe ich vorbei, weil ich möchte relativ viele Kämpfe vermeiden. Hier haben wir schon den Ausgang da hinten. Das sehe ich schon so spontan mit meinen Augen. War da nicht ein Fels, den man hat verschieben können? Nein, man wird genötigt hochzugehen. Da haben wir ein Item. So, ja, ich mache es einfach, weil ich möchte nicht jeden Trainer auslassen. Aber nur die Trainer, die man wirklich nicht braucht. Ja, ausgerechnet die Trainer mit 5 Pokémon, die will ich immer besiegen. Vor allen Dingen, wenn sie sowas Spannendes einsetzen wie Kokowai, da kann ich nicht anders. Da wäre vielleicht dann doch gescheiter gewesen, Feuer. Flammenwurf zu behalten, weil die ist multifunktional, besser multifunktional als Ruhekanonade. Die muss mich wieder aufladen, das heißt, da hat jetzt die Chance zu explodieren, aber das macht er natürlich nicht. Was hat er als Zweityp? Das frage ich mich momentan. Sandama. Böche. Aber Sandan finde ich süß. Ganz ehrlich. Ja, Sternschauer. Super. Hypertrank. Super. Ich weiß, ich sage oft super, aber... Das ist doch auch super.
Und nochmal, zack, zack. Tja, also jetzt sind Stacheln um unser Pokémon-Team herum. Das heißt, wenn wir wechseln, das wäre etwas ungünstig. So. Aber es bleibt immer einer übrig, last but not least Arcani. Den wir vorher erwähnt haben oder im letzten Part. Ja, im letzten Part war's. Da hatte ja unser Rivale ein Fukano. Very good. Und was gibt's denn jetzt hier? Für was habe ich mich geopfert? Ein Top-Beleber, das ist es durchaus wert. Wo ist hier bitte schön ein? Nein, ich sehe hier nichts, wo man den Stein hinrollen könnte. Nein, aber hier können wir einen Stein runterfallen lassen. Also ihr seht, Elemente von der Seeschauminsel kommen hinzu. Toll, jetzt müssen wir so einen Stein so weit nach vorne schieben, bis da nach hinten. Toll. Los, Galaxo, schieb. Ich muss erstmal hier den Weg einplanen. Wie wir das machen, ohne unseren Kopf zu riskieren. Ja, unten rum. Oben rum ist alles tot. Voll fußballmäßig. Und neu einsetzen. Und weiter, weiter, hopp, 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 hopp. Eins nach unten. Und auf die Plätze, weiter schieben, hopp, 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 hopp. Und nach unten, hopp, hopp, hopp. So. Welchen? Ja, das dazwischen haben wir kaputt gemacht. Ist er kaputt jetzt? Und hier, da können wir nicht durch. Ja, da können wir wirklich nicht durch. Wahrhaftig nicht. Der sieht uns von da. Nur Auserwählte dürfen passieren. Oh mein Gott, der Avatar. Schlimm. Schlimm. Diego. Oh, Kinder. Das hat so ein schlechtes Design. Meine Güte. Fällt mir gerade auf. Aber nur gerade. Und dann noch Level 41. Also bitte, wenn schon, denn schon 42. Und Tentoxa. Das zehnfache Toxa. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass er wirklich 10 Arme hat, aber das muss ich nochmal nachprüfen. Barriere. Verteidigung steigt. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt. Doch, das ist ein physischer Angriff und deswegen versucht er seinen physischen Angriff natürlich immer weiter aufzubauen, weil er Angst vor uns hat. Das ist natürlich vollkommen klar.
Und jetzt der letzte, der last one, ist ein Seemann. Und den vernichten wir auch. Brutal, wie wir sind. Denn wir haben ja keine Gefühle zu anderen Pokémon, zumindest wenn sie uns irgendwie an den Hals wollen. Und genau deswegen gibt es auch einen Giftdorn. Weil das ist immer böse, Gift ist immer böse, weil es den Körper zerfrisst. Und Turtok, hurra, ausgerechnet als letzter. Spitze, Spitze, sage ich nur. Und langsam sieht's kritisch aus. Ja, der überlebt es mit so knapper Energie. Aber es sind keine AP mehr übrig, deswegen hätte ich Metallklaue eingesetzt, wenn er jetzt nicht so dumm gewesen wäre. Okay, ich hätte mich eigentlich auch heilen müssen mit einer Top-Genesung. Also ich werde nämlich auch die Statuswerte wiederhergestellt. Also das heißt auch Gift verschwindet. Und das war's. Aber wir haben ja noch einen anderen mutigen Krieger und ich weiß, ich überziehe, aber so ist das halt nun mal. Ich kann nichts dafür. Also ich denke mal, wir werden den nächsten Part hier das hinter uns lassen und ich hoffe, das füllt nochmal 15 Minuten aus, denn ich möchte wieder alle vier Mitglieder der Top 4 in einen Part reinpacken, wenn das geht. Wenn es die Möglichkeit zulässt. Aber wir haben ja auf all unseren Attacken kaum noch Energy, deswegen besiege ich ihn jetzt einfach mit Lohe-Kanonade. Bringt es was? Hat zwar Stärke 150, ja, bringt nicht viel. Aber die Stärke 150 ließ sich erkennen. Jetzt muss ich mich wieder aufladen. Jetzt kann er mich nochmal fertig machen, oder? Nein, ich überlebe. Und jetzt Lohe-Kanonade, komm. Boom. So, und im nächsten Part geht's hier weiter auf der Siegerstraße. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal und ciao.